Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Klinik-Adventskalender rein. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der soll irgendwie ein UVP von 140, teilweise steht auf den Homepages 145 Euro haben, was natürlich wieder eine krasse Steigerung zum letzten Jahr ist. Ich habe den für 99 bekommen, habe den gerade nochmal beim Googlen gefunden für 95,11 Euro bei der Parfümerie Pieper. Ich setze euch mal einen Link in die Infobox. Also ich schaue mal, wo ich den so unter 100 Euro auf jeden Fall finde. Genau, und ja, ich hoffe, dass da auch nicht der gleiche Simsamsorium wie vom letzten, vorletzten, vorvorletzten Jahr drin ist, denn das ändert sich ja immer tatsächlich sehr, weil Clinique jetzt nicht so super innovativ ist von neuen Sachen, aber die haben natürlich irre gute Produkte, also das möchte ich denen nicht absprechen, deswegen bin ich gespannt, was sich hier drin befindet und deswegen würde ich sagen, wir schauen mal rein. Das ist ein Adventskalender, den man leider im Liegen öffnen muss. Deswegen haben wir das jetzt nicht so hübsch im Hintergrund, ne? Super weihnachtlich ist die Optik jetzt nicht unbedingt. Wobei Rot und Grün und Gold und Silber, das sind ja so die Weihnachtsfarben. Aber das ist schon ein sehr, sehr frisches Grün. Wir starten mit dem 7-Day Scrub Cream Rinse Off Formula Produkt. Und hier haben wir 30 Milliliter drin. Man findet auch auf allen Homepages angezeigt, welche Produkte drin enthalten sind. Also das macht Clinique wirklich sehr, sehr offen. Das heißt, du weißt, worauf du dich einlässt. Ich bin persönlich kein Fan von mechanischen Peelings. Also ich bin eher so ein Fan von Enzympeelings oder chemischen Peelings. Der 2. Dezember. Hier haben wir eine Mascara drin und zwar ist es die Lash Power Mascara. Das ist ein Klassiker von Clinique und ich finde es schön, dass wir hier auch dekorative Kosmetik drin finden. Das hier dürfte auch eine Full Size sein. Ich glaube 6 steht hier drauf, 6 Milliliter. Müsste ich nochmal auf der Homepage gucken. Das ist so ein ganz klassisches Faserbürstchen, blende ich euch hier auch mal nebenein. Ne? Mir persönlich ist die Clinique Mascara zu wenig, aber ich weiß von vielen, dass sie die hart feiern. Ne? Also ein schönes Produkt, was auch sehr freundlich ist bei sensiblen Augen zum Beispiel. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Die fühlt sich sehr leicht an. Ich denke, hier haben wir auch genau wieder dekorative Kosmetik drin. Das ist ein ganz tolles Produkt. In der Farbe 09 Intense Ebony haben wir den Quick Liner for Eyes Intense. Das ist wirklich einer der wenigen Kajalstifte, die ich persönlich auch richtig toll finde. Die haben jetzt hier nicht direkt auch die Mengenangabe draufstehen, aber online findet man das definitiv, sodass man da auch schauen kann, ob das eine Full Size ist oder ob man das runterrechnen muss. Ich blende euch die Preise ja wie gesagt rein. Und das ist ein hochdrehbarer, aber Achtung, den kannst du, glaube ich, meines Wissens nach, meiner Erfahrung nach, nicht wieder zurückdrehen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Sehr tief schwarz, sehr, sehr haltbar, kannst du wundervoll für Smoky Eyes verwenden. Hier haben wir die Nummer 4. Okay, die haben jetzt hier relativ viel dekorative Kosmetik hintereinander. Das hätten die wahrscheinlich besser aufteilen können. Schon mal ein Fazit, wenn drin läuft, ne? Chubby Stick Moisturizing Lip Color Balm in der Farbe 07 Super Strawberry. Und hier sind 1,2 Gramm drin enthalten. Und das ist doch mal eine wirklich sehr, sehr schöne Farbe. Also eine schöne Beerenfarbe, die man auch echt gut tragen kann, ganzjährig, ne? Finde ich sehr angenehm. Mal schauen, was uns am 5. Dezember erwartet. Das fühlt sich etwas schwerer an, deswegen gehe ich auch von Pflege aus. Jo, hier ist ein Tübchen mit 30 Millilitern. All About Clean, 2-in-1 Clean Cleansing and Exfoliating Jelly. Aha, also das ist gleichzeitig peelend und reinigend. Da weiß ich, also das Produkt kenne ich nicht. Deswegen, das ist für mich jetzt auch ein neues Produkt. Also nicht etwas, was jetzt irgendwie schon 5-mal durch irgendwelche Adventskalender durchgegangen sind. Hier hast du Bambus Beads. Okay, also das ist dann mit Salicylsäure und Bambussamen ist es, glaube ich. Ne? Das heißt, du hast dann sowohl ein chemisches als auch ein mechanisches Peeling hier mit dabei. Muss man mal ausprobieren, inwiefern man das so verträgt. Aber dafür ist ein Adventskalender ja eigentlich ganz gut geeignet. Weil du dadurch die Produkte natürlich zu einem viel günstigeren Preis bekommen kannst. Hier habe ich jetzt Nikolaus, die Nummer 6. Und hier haben wir eine Creme mit 30 Millilitern drin. Das ist so ein Staple, ne? Moisture Surge 100 Hours Auto Replenishing Hydrator. Ein sehr, sehr gutes Produkt, was sehr feuchtigkeitsspendend ist. Man muss da einfach schauen, was für einen Hauttyp man hat. Hat man so eine sehr trockene Haut wie ich, ist das vielleicht eher so ein Schritt vor, also wirklich noch vor der reichhaltigen Pflege, wenn du das abends verwendest, wenn ich das morgens verwende, ist es für mich optimal, dass ich danach halt meinen Lichtschutzfaktor auftragen kann. Ne? Genau, ja. Aber großes Produkt, sehr schön, dass es hier drin ist. Ich hätte es vielleicht ganz cool gefunden, wenn die das in einem Tiegel gemacht hätten, weil das dann irgendwie einen hochwertigeren Aspekt hätte, als wenn man das halt in so einer Tube drin hat, oder?
Der 7. Dezember ist klein, aber hoffentlich fein. Schauen wir mal hinein. Dekorative Kosmetik. Das dürfte einer von den Lippis sein, der wirklich jedes Jahr auch irgendwie mit dabei ist. Love Pop, genau, die Nummer 13. Auch hier steht leider keine Menge drauf. Das steht dann ja online sehr wahrscheinlich. Und so schaut der aus. Sehr ähnlich zu dem Chubby Stick, den wir schon hatten. Aber man muss dazu sagen, dass diese Lippenstifte halt deckender sind als die Chubby Sticks. Ne? Die Chubby Sticks sind halt so ein Hauch von, während du bei dem Lippenstift halt wirklich einen Lippenstift hast. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und auch hier ist wieder dekorative Kosmetik drin und das hatten wir auch noch nicht. Also ich habe den extra letztes Jahr nicht gekauft, weil das alles sehr, sehr ähnlich aussah. Aber dieses Jahr muss ich echt sagen, dass ich hier schon alte Bekannte drin habe, aber auch vieles, wo ich sage, das kenne ich noch gar nicht. Das hier ist ein Creamy Lip Gloss und zwar in der Farbe 07 Air Kiss Pop. Auch hier, das ist, haben die bestimmt, wo haben die das denn wohl stehen, sag mal? Jo, hier hinten drauf, da kommt es aber auch nicht so gut bei, ne? Ja gut. Oder halt online, das muss man dann mal nachschauen. Eine wunderschöne, perlige Farbe, was ich auch sehr, sehr gerne leiden mache. Top für den Alltag geeignet, ne? Und da sind auch, ja, silberne und perlmuttige Schimmerpigmente mit drin. Gut, du hast jetzt Lippenprodukt hinter Lippenprodukt. Das ist ein bisschen blöd aufgeteilt, aber ein interessantes Produkt auf jeden Fall. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein sehr wahrscheinlich sehr großes Produkt freuen, weil die sehr, sehr, sehr lang ist. Okay, hier ist ein Pinsel mit drin. Das ist einer, der, glaube ich, auch jedes Jahr drin vertreten ist. Ne? Das ist dieser hier, ein schöner Pinsel. Ja, auf jeden Fall kann man gut gebrauchen. Kannst du auch schön für einen Blush oder so verwenden. Der ist echt fest gebunden. Macht einen guten Eindruck, muss ich sagen. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Ja, mit dem dazu passenden Blush, ne? Und das ist halt ein Blush, den habe ich auch schon mal da gehabt. Da steht jetzt nicht drauf, was es ist, wie viel da drin ist. Das steht dann online. Und ja, es ist für mich persönlich zu wenig. Und das ist ein schimmernder Blush. Das muss man mögen. Die erste Schnapszahl ist die Nummer 11 und die ist auch wieder schön gefüllt mit einem 30ml Typchen. Also das machen die ganz gut. Deep Comfort Hand and Cuticle Cream, also eine Hand- und Nagelcreme, darf in einem Adventskalender mit Pflege definitiv nicht fehlen. Genauso wie wir hier auch sehr wahrscheinlich eine Lippenpflege erwarten dürfen. Die Halbzeit Nummer 12 enthält ein Typchen und zwar mit 15ml. Das ist Moisture Surge Hydrating Supercharged Concentrate. Also das ist eher so ein Serum. Und das habe ich auch schon mal aufgebraucht und das fand ich sehr, sehr angenehm. Und das hat meiner Haut schön Feuchtigkeit gespendet. Ja. Die Nummer 13. Und die Pflegeprodukte von Clinique sind immer sehr hautverträglich. Ich mag auch gerne die Augenprodukte. Ne? Das ist sehr, sehr angenehm für meine Augen, weil das nicht so reizt. Hier haben wir was aus der Smart-Reihe, die Clinical Repair Wrinkle Correcting Serum Geschichte mit 10ml. Ja, da haben wir jetzt ein kleines Serum drin enthalten und damit kann man dann seine Falten reduzieren. Genau, ein faltenkorrigierendes Serum ist das und danach solltest du auf jeden Fall einen wirksamen Lichtschutzfaktor verwenden. Hier steht jetzt nicht drauf, womit das arbeitet. Wenn das mit Säure oder mit Retinol arbeitet oder so, dann würde ich das auf jeden Fall auch eher abends verwenden und Lichtschutzfaktor ist tagsüber sehr wichtig. Oha, die Nummer 14 fühlt sich schön schwer an. Finde ich immer sehr sympathisch. Clarifying Lotion Twice a Day Exfoliator. Also die haben viel mit Peelings drin, ne? Das ist für trockene und Mischhaut und hier sind 60ml drin. Da steht jetzt auch wiederum nicht mit dabei, womit das dann peelen soll, aber damit soll man sich auf jeden Fall auch reinigen können. Ist wahrscheinlich wie ein Toner, aber twice a day, zweimal am Tag ein Peeling und dann wahrscheinlich täglich, tastet euch da vorsichtig ran. Ich habe hier mal ein Video gedreht zu Peelings, chemischen Peelings, Enzympeelings, mechanischen Peelings. Da kriegt ihr alle Informationen über Peelings, die ich so euch raushauen kann. Der 15. Dezember. Hier haben wir die Dramatically Different Moisturizing Lotion Plus für sehr trockene bis trockene Mischhaut. 30ml sind hier drin und das verwendest du dann als Abschlusspflege nach deinem Serum. Ja, wir haben schon allerhand an Seren und Cremes und so, aber wir haben hier noch nicht so irgendwas, wo ich sage, Mensch, das ist zu viel. Ne? Also das ist eigentlich ganz gut, aber man hätte es irgendwie besser durchmixen können, finde ich.
Der 16. Dezember enthält ein Tiegelchen, hoffe ich doch mal. Ja, hier haben wir nämlich meine Augencreme enthalten. Und zwar die All About Eyes. Eine sehr, sehr sanfte Creme mit 5 Millilitern. Als ich noch 5 Jahre jünger war und mit YouTube angefangen habe und dieses Produkt zuallererst in meinen Händen hielt, habe ich sie vergöttert. Ich habe sie nur verwendet und ich fand sie großartig. Im Laufe der Zeit bin ich auch ein bisschen älter geworden, dann bin ich so auf die Rich-Variante umgestiegen und jetzt mittlerweile ist es so, dass ich die Kiehl's Augencreme mit Avocado als meine absolute Lieblingscreme habe. Aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Produkt, was man auch toll verwenden kann, wenn man sehr sensible Augen hat. Der 17. Dezember ist eine Woche vor Heiligabend. Mal schauen, was uns dort erwartet. All About Clean Liquid Facial Soap Mild. Also eine milde Reinigungsseife, trockene Mischhaut. 30 Milliliter sind hier drin. Würde ich als zweiten Schritt vom Double Cleansing verwenden. Aber da einfach mal so ein bisschen antesten. Wenn dein Gesicht sich quietschesauber danach anfühlt, dann ist dein Hauttyp da wahrscheinlich nicht so wirklich für geeignet. Aber jede Haut ist ja anders, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich den 18. Dezember mit einem sehr kleinen Produkt. Moisture Surge Overnight Mask. Och, das ist echt klein. 7 Milliliter feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske. Das kannst du dir halt wirklich über Nacht wie eine Nachtcreme drauf machen. Oder du kannst es halt einfach abends drauf machen und legst dich dann auf Couch, lässt es einfach eine Weile einwirken und wäschst es dann runter, ne? Der 19. Dezember. Hier haben wir auch wieder ein kleines Tiegelchen drin. Und zwar Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Eye Cream. Das ist jetzt unsere dritte Augencreme. Oder? Nein, unsere zweite Augencreme. Was rieche ich denn hier? Ich habe manchmal so einen Knoten im Kopf, ne? Auch das ist eine sehr, sehr kleine Geschichte. Genau, mit 5 Millilitern. Aber auch mit 5 Millilitern kommst du eigentlich relativ lange aus. Das heißt, du kannst da auch schon einfach ein bisschen sehen, ob das was mit deinem Gesicht macht, weil man sagt ja, normalerweise solltest du schon so 1-2 Monate die Pflege verwenden, damit du auch merkst, ändert sich da jetzt gerade was. Aber ich finde 5 Milliliter vollkommen in Ordnung. Einfach, du siehst bei Augencremes meistens auch schon einen Sofort-Effekt, ne? Die Nummer 20. Hier haben wir auch was zur Gesichtsreinigung. Ich fände es ja cool, wenn wir auch wirklich den Take the Day Off Reinigungsbalsam bekämen. Das hier ist jetzt das Take the Day Off Make-up Remover for Lids, Lashes and Lips. Das ist so ein Zwei-Phasen-Produkt mit 30 Millilitern. Das musst du vorher schütteln, weil du hier oben die Ölphase hast und hier unten ist es dann so die, ja, Wasserphase, ne? Und dann musst du das schütteln. Dann verbindet sich das Ganze, wird dann so milchig und das kannst du dann wirklich gut zum Abschminken verwenden. Wobei hier hast du ja die Ölphase eigentlich mit dabei. Das heißt, theoretisch könntest du damit dein Make-up auch ganz gut runterkriegen. Es sei denn, du hast irgendwie eine ganz krasse wasserfeste Mascara oder so drauf. Dann nimmst du am besten das Produkt auf dein Wattepad, ne? Und lässt das wirklich kurz auch ein bisschen erst einwirken, dass das Produkt auch die Möglichkeit hat, das Make-up aufzubrechen, ohne dass du, oder die Mascara halt zu lösen, ohne dass du schrubbelst. Weil schrubbeln ist nie gut für die Wimpern und auch nicht gut für die Haut. Die Nummer 21. Wir sind echt Richtung Heiligabend hier voll im Endspurt und ich sehe hier was Tolles, glaube ich. Ja! Take the Day Off, das ist der Cleansing Balm mit 15 Millilitern. Der ist gut, ne? Das ist jetzt nicht der beste Cleansing Balm, der auf dem Markt ist. Da habe ich ja tatsächlich mein The Calm Balm einfach als mein Lieblingsbalsam für Abschminken und so, ne? Aber der ist auch sehr, sehr gut und ich finde es klasse, dass der mit drin ist, weil ich meine, dass der, als ich den Adventskalender das letzte und auch das vorletzte Mal ausgepackt habe, nicht drin enthalten war und ich feiere den. Also schön, dass es hier mit drin ist. Also da wirklich, klar, diese Facial Soap zum Beispiel, die war damals auch mit dabei, die All About Eyes war mit dabei, der Blush war mit dabei, aber wir haben schon so ein paar Sachen, die anders sind. Oh, die Nummer 22 fühlt sich so leicht an. Oh, ein winziges Tübchen. 5 Milliliter. Moisture Surge Eye, 96 Stunden Hydrofiller Concentrate. Also das ist wie so ein Augenserum. Ich habe das auch schon mal verwendet. Habe ich verwendet, bevor ich meine Augencreme aufgetragen habe, weil mir das nicht genug Feuchtigkeit tatsächlich gespendet hat. Ne? Ich habe halt wirklich sehr trockene Augen und jetzt gerade hatte ich ja gerade auch so eine Ausreinigung. Das heißt, da habe ich auch so ein paar Krusten, ne, da brauche ich halt richtig krass Feuchtigkeit drauf. Würde ich das halt quasi als Augenserum verwenden und darüber nochmal eine Augencreme. Aber ich finde es schön doch. Und das ist jetzt wirklich auch die dritte Augencreme hier im Adventskalender. So gern wie ich Augencremes mag und so sehr wie ich es feiere, es reicht. Der Tag vor Heiligabend, die Nummer 23, macht uns hier nochmal sauber. Und zwar, wir werden sehr viel sauber gemacht, Leute. Ja, weil eigentlich haben wir quasi schon 4, nee, 5,
Sehr viele Gesichtsreinigungsprodukte. Und dann haben wir noch das All About Clean Rinse or Foaming Cleanser Produkt mit 30 Millilitern. Also sauber wird unser Gesicht mit diesem Adventskalender auf jeden Fall. Da müssen wir uns gar keine Sorgen machen, dass das nicht gereinigt wird. Okay, und dann haben wir jetzt ein gepflegtes und gereinigtes Gesicht und schauen mal, was sich in der Nummer 24 verbirgt. Ich denke ein Lippenstift. Aber die hatten ja eigentlich schon einen, oder? Was bist du denn? Okay, ja. Even Better Clinical Radical Dark Spot Corrector and Interrupter. Oh, 10 Milliliter. Also der soll halt wirklich intensiv dafür sorgen, dass unsere Pigmentflecken verschwinden oder halt auch gar nicht mehr intensiver werden quasi. Ja, interessante Nummer 24. Ja, okay. Und das würde ich auch tatsächlich als Fazit zu dem Adventskalender nennen. Okay, also du hast hier nicht irgendwie so ein, es ist mega krass ausgefallen und oh mein Gott, was ist denn hier mega krasses, überheftiges drin? In der 24 hätten die vielleicht wirklich eine Full-Size reinpacken können. Das wäre wirklich cool gewesen, ne? Wenn die da irgendwie, und wenn es der Take-the-Day-Off-Balm in der Full-Size gewesen wäre. Das wäre zum Beispiel richtig cool gewesen. Oder eine Full-Size-Augencreme, ein Full-Size-Creme-Produkt, eine Full-Size-Serum-Geschichte. Das wäre schön gewesen, ne? Aber ja, oder wenn sie die Mascara in die 24 gepackt hätten, aber ein Dark Spot Treatment da in die 24, das finde ich jetzt nicht so ultimativ. An und für sich, die Produkte, die hier drin sind, repräsentieren das Clinique-Sortiment eigentlich echt gut, weil die haben ja hauptsächlich Gesichtspflege und Gesichtsreinigungsprodukte und da bekommt man auf jeden Fall schöne Sachen. Man bekommt auch allerhand Produkte, was jetzt Make-up angeht, ne? Also da zeigen die sich auf jeden Fall auch von einer sehr schönen Seite, wobei ich immer finde, dass dieses Blush halt eins der billigsten Verpackung ist, die Clinique so hat. Ne? Das ist ja nur beim Adventskalender. Ansonsten haben die so schöne Blush-Verpackungen und so schöne Prägungen da drin. Sowas wäre mal ganz nice hier in so einem Adventskalender, ganz ehrlich. Weil das ist ja auch ein Stück weit Eigenwerbung für die Firma. Neukundengewinnung und so weiter. Da vielleicht mal so ein bisschen einen raushauen. Also Clinique, lasst euch das von mir sagen. Nein, Spaß. Ich glaube nicht, dass Clinique meine Videos guckt. Aber das ist tatsächlich so, dass ja, also weniger Reinigungsprodukte wäre vielleicht ganz cool gewesen. Etwas besser durchgemixt, dass du nicht so viel ähnliche Sachen aufeinander hast, ne? Aber ansonsten, die Produkte, die hier drin sind, finde ich schon cool. Also kannst du machen, ne? Also das ist ein Adventskalender, wenn du halt sowieso entweder mal Clinique austesten wolltest oder wenn du ein Clinique-Fan bist, da findest du schon was. Und hier hast du auch Produkte drin, die im Prinzip auch so gut wie jeder Hauttyp verwenden kann. Das ist mir ja auch immer recht wichtig. Das, was halt hier nicht so vertreten ist, ist halt eher für jüngere Haut. Aber Clinique ist jetzt keine Marke, die sich an jüngere Haut wendet oder richtet. Das ist halt mehr so für erwachsene, reife Haut gemacht, ne? Das finde ich auch in Ordnung. Ja. Das wäre jetzt einfach mal so mein Unboxing von dem Clinique-Adventskalender. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so vom Inhalt denkt, was ihr so meint und ob er euch gefallen hat und was ihr euch vielleicht anders gewünscht hättet. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.